Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Plenum TV hier bei TV Turing Würzburg. Am vergangenen Wochenende haben tausende Bürger den Landtag besucht, beim Tag der offenen Tür. So bunt kann Politik sein. Von wegen Bayern sei Politik müde. Unser erstes Thema befasst sich mit der Abstandsregelung bei Windanlagen und anderen Bauvorhaben. Dabei soll die Nachbargemeinde auch ein Wort mitzureden haben. Für die Opposition eine weitere Hürde beim Thema Energiewende. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, um zukünftig die Akzeptanz für die gesamte Energiewende, aber im Speziellen auch für die Windkraft zu haben im Land, dass nicht die eine Kommune gegen die andere arbeiten kann. Die eine Kommune sagt, wir setzen es möglichst am Rand bei uns ran und die anderen sind dann die Betroffenen. Das gibt nur Streit, aber wenn wir langfristig mit erneuerbaren Energien so weit kommen, wie es nur geht, 50% ist das Fernziel, das wir jetzt haben, dann muss es konsensual sein. Ja, wir sehen das sehr problematisch, weil es ja so ist, dass schon die ganze Zeit diese Möglichkeit besteht, dass Nachbargemeinden hier Zugriff haben oder Mitbestimmung. Und mit dieser Regelung, die die CSU jetzt geschaffen hat, wird sehr stark in die Planungshoheit der Kommunen eingegriffen. Und das halten wir für einen Fehler. Ein weiteres strittiges Thema sind die sogenannten Gewässerrandstreifen. Sie bieten natürliche Lebensräume und filtern vor allem den Schadstoffeintrag ins Gewässer, beispielsweise aus der Landwirtschaft. Weil an vielen Gewässern diese Randstreifen jedoch fehlen, fordern die Grünen ein Gesetz. Die Grünen wollen jetzt, dass das 10 Meter breit ist. Derzeit ist es möglich, auf Freiwilligkeit zwischen 5 und 30 Metern das zu machen. Insofern sehen wir keine Notwendigkeit, hier eine Gesetzesänderung, die dermaßen fest in die Hoheit, in die Handlungsfreiheit der Landwirte eingreift. Und es ist in der Vergangenheit hier auch auf gesetzlichem Wege schon sehr viel dafür getan worden, dass die Verunreinigung von Gewässern zurückgeht. Das Grundziel ist gar nicht uninteressant und wichtig, nämlich wie wir die Gewässer in Bayern schützen. Nur wir sind der Auffassung, das vertraglich mit den Grundstückseigentümern zu regeln. Der Vertragsnaturschutz ist wirklich ein wunderbares Element, wie wir auch in der Vergangenheit Gewässerschutz betrieben haben. Ich kenne viele, viele Täler, auch in der Rhön, wo die Landwirte wirklich bereit sind, sich da auch in die Verpflichtung mitnehmen zu lassen. Immer mit den Bürgern, das ist der richtige Weg. Und das war's von Plenum TV hier bei TV Turing Würzburg. Aktuelle Themen aus dem Bayerischen Landtag gibt es dann wieder pünktlich zur nächsten Plenarsitzung. Bis dahin, Servus.